Seit Montag 5 Uhr früh ist die Dormener Stadtstraße für den kompletten Verkehr gesperrt und die Bevölkerung ist schon nach einem Tag genervt. Ich finde es also einen sehr großen Abschnitt, den man da im Moment sperrt, oder? Und relativ unvorbereitet. Wir haben das heute Morgen erlebt, dass also kein Mensch aus aller Himmelsrichtungen kommt, Leute her, und keiner weiß, in welche Richtung das also eigentlich geht. Ob es überhaupt einen Sinn macht. Die ganze Sache, die Stadtstraßensanierung ist sicher okay, aber die ganze Sache mit der Tiefgarage, da bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass das ja, da hätte man so halt vor 20 Jahren schon die Stadt untertunneln, dann hätte man das ganze Thema nummer, so wie man es früher in St. Gallen gemacht hat. Ja, an und für sich hinterfrage ich den Sinn vom Bau der Tiefgarage, ob das wirklich derzeit notwendig ist. Aber gut, die Politiker haben nicht schieren und jetzt wird es gemacht und ich denke, man wird damit leben können. Ich komme sowieso mit dem Fahrrad, also mich betrifft es weniger. Ich habe jetzt gerade vorher gesagt, dass sie gesperrt ist. Ich merke, dass ein ziemlicher Durcheinander ist da vorne, wo ich über den Zebrastreifen gegangen bin. Mich betrifft es jetzt nicht wirklich groß, weil ich viel zu Fuß unterwegs bin und direkt in der Stadt wohne. Aber ich sehe, dass da vorne für die Leute ein ziemlicher Chaos ist. Mir stört es ein kleines bisschen. Ich muss manchmal Richtung Schwerfel und da gibt es leider im Moment keinen Fahrradstreifen, da muss ich in einen großen Umweg fahren. Aber sonst wird es wahrscheinlich nachher viel besser, also viel besser ausgebaut. Ich als Autofahrer, ich wohne so, wie ich kann zu Fuß gehen, für mich ist kein Problem, aber die, die das Auto brauchen und in die Straße gewöhnt sind, wird das eine kleine Umstellung sein. Ich wohne jetzt in der Bildgasse, da geht der ganze Verkehr durch und ziemlich viel. Ist eine große Belastung, aber da kann man nichts machen. Vor allem für Fußgänger gibt es keine Lösung. Es ist weder ein Schild mit der Umleitung noch ein Durchgang vorhanden. Na, für die Innenstadt mag es sehr hilfreich sein, dass man hier parken kann. Für mich ist das Problem nur, ich will von der einen Straßenseite auf die andere. Dass der Verkehr über die Angelika-Kaufmann-Straße ausgewichen wird, dass darüber gefahren wird, ist auch in Ordnung. Nur warum gibt es keinen Hinweis, wie ich von der einen Seite auf die andere Seite komme? Das verstehe ich nicht. Als Fußgänger weiß ich es nicht. Ich kenne mich recht gut aus hier. Ich komme aus Deutschland, lebe hier eine ganze Weile schon, kenne mich aus und eine Zeichnung würde ja ganz gut helfen. Oder eine Brücke könnte man auch bauen oder irgendeine Kleinigkeit, damit man zum Rathaus kommen kann. Ich habe heute schon eine kleine Reise gemacht, weil ich habe morgen das Rathaus. Ist also sehr kompliziert, oder? Ist ohne Tag geschrieben. Ich habe es bei der Raiffeisenbank probiert, bei der Hypobank probiert. Ich habe dann ab bis zum Martinsbrunnen und dort rauf, oder? Es war dann auch vorher sogar gesperrt. Ich musste hinter dem Kulturhaus um und auch wieder zurück den Weg, oder? Da müssen wir also schon gleich irgendwelche Auslässe machen. Das ist halt einfach Hop-Hop-Aktion gewesen. Also ich arbeite für die Seniorenresidenz und für die alten Leute ist es ziemlich kompliziert. Also die jemand schon wegen der Baustelle und allem drum und dran. Ich habe es gesehen, dass ein Fahrverbot ist und dass man nur zufahren darf. Ich weiß nicht genau, wie die Umleitung geht. Keine Ahnung. Zum Spazieren müssen wir da komplett rundum laufen. Das ist schon klar. Ein Scheiß, ja.